Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing. Jetzt habe ich es beinahe nicht rausbekommen, Leute. Es war eine sehr knappe Geschichte. In der letzten Folge haben wir Sound Suspicion gezüchtet. Ich nehme dieses Video jetzt direkt nach dem anderen Video auf, Leute, denn wir werden jetzt kurz decken. Ich bin absolut verliebt in Sound Suspicion, Leute. Sie ist wunderschön und ich liebe ihren Papa. Und der ist jetzt nur noch irgendwie 40 Minuten oder so in der Deckstation und ich möchte unbedingt nochmal mit ihm decken. Und um mit ihm zu decken, müssen wir natürlich erst Sound Suspicion abholen und ein anderes Pferd verkaufen, was ein bisschen schwer ist, Leute. Wir haben hier einige Pferde, die zum Verkauf stehen könnten. Mit Poetic Franchise möchte ich sehr, sehr gerne noch decken. Ihr wolltet unbedingt mit Journey Mystery noch decken. Er ist mega schlecht, aber wir probieren es trotzdem. Missing Poison will ich nicht verkaufen, weil er ist gar nicht so schlecht. Aber Leute, Splashed Matrix möchte ich gerne verkaufen, denn er hat in der Vergangenheit wirklich nichts gerissen. Und nachdem ich sein Pedigree gesehen habe, das wirklich nicht besonders ist, habe ich mich dazu entschlossen, den kleinen Buben herzugeben. Denn ja, wir haben seinen Sohn. Oder ist es nicht sein Sohn? Nee, das ist, glaube ich, sein Enkel, mit dem ich definitiv lieber decken möchte als mit ihm. Deswegen verkaufen wir ihn jetzt. Und Leute, schöne Farbe hin oder her, Splashed White hin oder her. Wir müssen jetzt langsam mal weiterkommen mit unserer Zucht und deswegen bye-bye Splashed Matrix. Dann ist es soweit. Sound Suspicion wird groß, also wir müssen sie rennbereit machen, händisch. Und los geht's, oh Gott, Leute! Sie ist ein Traum. Sie ist ein absoluter Traum in ich hätte gesagt Amber Champagne, ne? Das ist mal wieder ein Amber Champagne, Leute. Splashed White mit Badger Face. Sie ist extrem besonders wunderschön und wir decken sie natürlich jetzt gleich mit ihrem Papa. Dazu gehen wir natürlich in Pferdzüchten rein und suchen nochmal unseren wunderschönen Star Club Hengst. 20 Minuten später. So, Leute, ihr hattet jetzt einen ganz kurzen Cut, denn wir hatten ein kleines Problem mit dem Futter. Denn ich hatte nur noch zwei von diesem Futter hier, zwei Stück. Es war jetzt eine mega große Katastrophe. Ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Gold ich jetzt gerade ausgegeben habe, um immer den Markt zu aktualisieren. Ich habe auch noch das normale, dieses Futter für 125 Gold gekauft. Aber Leute, wir sparen uns ja heute die 125 Gold oder so, um das Fohlen abzuholen, denn dieses Video kommt erst am Donnerstag und heute ist ja erst Dienstag. Von daher haben wir ein bisschen Zeit. Vielleicht kommt es auch morgen, aber ich denke, Leute, am Donnerstag. Safe auf jeden Fall am Donnerstag. Wir decken mit dem kleinen Buben. Wir hätten sogar noch 29 Minuten Zeit, mit ihm zu decken, was richtig toll ist. Ich bin so unfassbar gespannt, was hier rauskommt. Ich bin so verliebt in ihn. Ich würde es so feiern, wenn wir... Ich meine, Leute, es wird ja schon reichen, wenn wir ein Stat oder zwei mehr auf Geschwindigkeit haben und die gleiche Farbe nochmal rausbekommen mit dem Badger Face oder irgendwie sowas. Das würde mich mega freuen, Leute. Ich drücke jetzt auf Züchten. Wir sehen uns wieder, wenn das Fohlen da ist. Und dann sind wir zurück, Leute. Und Sound Suspicion foalt ab. Ich bin so unfassbar gespannt, Leute, was bei diesem Fohlen rauskommt. Ich kann es kaum erwarten, Leute. Ich hätte gesagt, wir legen los. Als ob. Bitte gute Werte. 60! 60 auf Geschwindigkeit, Sprint, Energie und Beschleunigung jeweils 58. Und wir haben eine kleine Tobiano-Stute mit einem Badger-Face. Leider in Bay, Leute, aber ich finde es trotzdem tatsächlich richtig gut. Es ist unser erster Zuchterfolg in der Geschwindigkeit, Leute. Seit sehr, sehr langem. Sprint, Energie und Beschleunigung ist tatsächlich 2 off, aber wenn die kleine Maus jetzt auch noch hinten läuft, wahrscheinlich läuft sie jetzt vorne oder irgendwie sowas oder hat 800 Meter, aber wenn sie jetzt irgendwas mit 1000, zwischen 1200 und ich hätte gesagt 1000 oder 2000 sogar Meter hat und hinten läuft, dann ist sie definitiv erstmal ein absoluter Keeper, Leute. Oh mein Gott, sie ist mega.
Wir nennen die kleine Maus Iridescent Angel. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier saß und nach einem Namen gesucht habe, Leute. Es war sehr lange. Jetzt kommt's drauf an, Leute. Ich meine, hier, wenn ich sie so sehe, sieht sie gar nicht Bay-farben aus. Da könnte sie genauso gut Fuchs sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr glaubt, was sie für eine Farbe hat. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also, dass sie ein Topiano mit Badgerface ist, ist klar. Aber ansonsten bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, denn sie hat auch weiße Mähne, oder? 2000 Meter sehr weich und hinten. 2000 Meter ist definitiv nicht schlecht. Das heißt, 1200 Meter aufwärts kann sie letztendlich alles laufen. Geläuf sehr weich ist problematisch, denn ich mag immer gerne, wenn es entweder weich oder hart ist. Alles dazwischen quasi. Aber sie läuft gerne hinten. Ich hätte gesagt, das ist unser größter Zuchterfolg seit... Ich weiß gar nicht seit wann. Sie hat auf der Sprintenergie sogar +3. Ich weiß nicht, ob das random ist, wo das +3 hinkommt. Somit hat sie dann Endwerte von 60, 61, 60. Ich find's cool, Leute. Ich hätte gesagt, wir versorgen sie auf jeden Fall. Jetzt muss ich nur darauf hoffen, dass ich definitiv nicht vergesse, sie zu versorgen. Oh, ich sehe gerade, wir müssen sie noch gar nicht versorgen. Ich muss mir gleich mal einen Wecker stellen, Leute. Wie lange haben wir denn noch Zeit? Füttere innerhalb von 7 Stunden. Okay, also das heißt, ich muss sie heute innerhalb des Tages noch füttern und dann sollte alles gut sein. Es dauert mega lang, Leute. 2,5 Tage muss ich sie füttern und darf es kein einziges Mal vergessen. Und dann bekommt sie den vollen Bonus. Ich hoffe, ich krieg's hin, Leute, denn ich finde sie, ehrlich gesagt, wundervoll. Und mit ihr können wir dann natürlich auch letztendlich weiterdecken und gucken. Vielleicht bekommen wir tatsächlich noch ein besseres Fohlen, das 60, 60, 60 als komplette Maße hat und eventuell auch in der Position noch ein bisschen, im Geläuf noch ein bisschen besser ist. Statt sehr weich vielleicht irgendwas mit hart oder so oder mittel. Dann wäre ich absolut happy, aber guckt euch die süße Maus an. Leute, ich bin jetzt gerade so glücklich, ich kann es keinem Menschen sagen. Dann wollte ich gerade noch ein Live-Event gehen und als erstes, was ich sehe, ist, dass Charismatic Heart tatsächlich ihren ersten Platz gehalten hat, was mich natürlich mega freut und somit bekommen wir nochmal extra 600 Rosen, denn wir sind ja nicht wirklich ein interessantes Rennen gegangen, aber ihr wisst, man braucht relativ viele Rosen, dass man tatsächlich alles am Rosenrad wegdrehen kann und da spare ich jetzt im Moment, denn Gold haben oder nicht haben, ihr wisst, Gold ist immer eine gute Sache. Dann gucken wir gleich mal, was es hier alles gibt. Bei 3 gibt es starke Starter und bei 5 gibt es die Energiereserve. Die Energiereserve ist meine absolute Lieblingsfähigkeit. Ich hätte gesagt, dann gehen wir das mit unserer kleinen Maus, die leider hier eine rote Fähigkeit hat. Es hilft nichts, Leute. Wir probieren es trotzdem. Level 5 mit Raindrops Blossom. Let's go! Excitement building here at El Trueno. Dubious Basket is where all the money is in this race. Raindrops Blossom, hoping to put in a good showing today. Okay, also es ist nicht ganz übel, aber es könnte definitiv... das war zu früh. Warum verkacke ich den Start immer bei Raindrops Blossom, weil der es einfach so wichtig wäre, dass man... Ich kann nicht lenken jetzt. Dass man einen perfekten Start hat. Ich verstehe nicht, warum ich es jedes Mal bei ihr absolut nicht hinbekomme. Absolut Katastrophe. Auch ich sehe gerade, wir haben nur 800 Meter. Oh nein, sie rennen mir weg, sie rennen mir weg. Das war's. Oh nein, Leute, wir sind ein bisschen zu langsam. Und wir haben auch nicht die perfekte Position. Das Rennen ist eine Katastrophe. Nein, jetzt konnten wir uns zumindest ein bisschen nach innen schieben. Aber die beiden sind einfach ein bisschen schneller wie wir. Wir brauchen noch ein perfektes Stufe 5 Pferd, Leute. Sie ist es leider nicht. Aber wir tun hier unser Bestes. Aber ihr seht, unser Bestes ist hier leider definitiv nicht gut genug. Und wir müssen jetzt hier auch schon rennen. Es war ein bisschen zu spät. Ich bin ein bisschen zu spät losgelaufen. Boah, die hängen uns komplett ab, Leute. Komplett. Oha.
Aber Leute, wir hatten auch eine rote Fähigkeit. Das ist immer absolute Katastrophe. Wir sind Siebter. What? Why? Das war ein mega schlechtes Rennen, Leute. Wir sind siebter Platz. Warum nicht? Dann hätte ich aber gesagt, war's das mit dieser Folge von Rival Stars Horse Racing. Leute, guckt euch unser mega süßes Fohlen an. Und unser Foli hat komplett weiße Mähne. Was bedeutet das, Leute? Ich bin mir nicht sicher. Ist es normal beim Tobiano, dass der weiße Mähne hat? Ich finde sie für ein Palomino ein bisschen zu dunkel. Aber wer hat denn bitte sonst noch weiße Mähne? Außer ein Palomino. Oder ist die Mähne weiß, weil da, wo die Mähne weiß ist, ist auch das Weiße vom Tobiano. Ich bin mir nicht ganz sicher, Leute. Schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr Ahnung habt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus!